schon der nächste Tag. Und wie ihr an meiner Stimme hören könnt, weil wir gestern richtig krass feiern. Nicht? Ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie heiser geworden. Ich habe keine Ahnung. Darf ich heute eigentlich den ganzen Tag nicht so viel reden, weil sonst wird es nicht besser. Wir frühstücken jetzt. Die Mädels haben heute Morgen einfach mal den ganzen Esstisch rausgetragen. Als ich aufgewacht bin, dachte ich so, okay. Wurden wir bestohlen, oder? Okay. Wo ist unser Esstisch? Wo ist unser Esstisch? Haben nicht gemerkt, ja. Du schreibst auch gestern so, was war das? Und ich war so, ja, hast du es gelesen? Ja. Wolltest du es danach gelöscht, gell? Ja, weil ich mir, dann habe ich mich drauf gekommen, dass jemand davon kriegt. Also, aber ich dachte so, oh mein Gott, ich hoffe, Vanessa geht jetzt nicht raus und guckt. Nee. Weil so fängt ein Horrorfilm an. Ja, ja. Immer so ja. Mit Geräuschen hinterher ja. Ja. So, mach einfach nicht auf. Ich gehe mal in den Keller und schau mal. Ja. Nein. Vor allem lass das Licht aus. Ja. Dumm. Ja, so, mach doch das Licht an. Ja. Ja, auf jeden Fall frühstücken wir jetzt hier draußen. Gute. So, wir entspannen hier gerade alle in der Sonne am Pool. Und wir haben auch alle dieselben Badeanzüge an. So sieht der so aus. Der ist übrigens von H&M. Und den gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. Also sogar in Bikini-Form und ein paar, die hatten weißen. Richtig cool. Also die sind auch voll bequem, sitzen voll gut. Also ich habe mich für den Badeanzug entschieden. Also momentan fühle ich mich im Badeanzug einfach wohler. Und ja, so sieht er aus. Ja, richtig schön. Ja, jetzt werden wir erstmal ein bisschen entspannen. Bis es dann losgeht, dann werden wir Ibiza unsicher machen. Haben jetzt gemeinsam gekocht und dieses wundervolle Essen zubereitet. Richtig gut. Wir haben uns jetzt mal alle ready gemacht. Wir gehen jetzt alle in die Stadt und dann heute Abend vielleicht in eine Bar. Und da draußen sind die anderen. Jetzt geht's gleich los. Hallo, hallo. Und jetzt erkunden wir mal Ibiza, weil wir haben bisher noch gar nichts gesehen. Und Kat ist auch schon, wir sind alle so von der, vom... Alle haben sich an Ibiza angepasst. Genau, also, vom glaub, Farbstil. Ja, jetzt nicht nur die Einzige, die schwarz bleibt. Fällt auf. Ja, alle haben so beige und sowas an. Wir sind jetzt in der Stadt angekommen und sind jetzt hier bei Below Zero Ice Cream World. Hier holen wir uns jetzt ein Eis. Da drin sind die ganzen Mädels. I was worried you blow up my reputation. But I figured it's not on me. Yeah, yeah, yeah. The way you're making me shake your hands on myself, I keep pulling the trigger, right? This very finger for people like them. Ja, aber ganz laut. So, Paddy muss jetzt drei Männer ansprechen. Und den einen Kuss auf die Wange geben. Egal. Okay, dann laufen wir ein bisschen weiter vor. Guck mal, die drei Männer warten schon auf dich. Ich bin überfordert. Ja, aber es geht raus. Sollen wir für dich auswählen, Paddy? Ja, sollen wir aussuchen? Nein, ich suche. Also ich würde den mit der Cappy da. Ja, der. Ja, das ist alleine. Wo? Da. Guck gerade aus mit dem grauen T-Shirt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Willst du das machen? Nee. Ich würde es nicht machen. Aber es ist nicht mein Junggesellenabschied. Oh Gott, der hat einen Bart. Excuse me. Can I give you a kiss on your cheek? Thank you. Eins. Okay, nächster. Nee. Sollen wir nochmal auswählen? Ja, aber bitte niemand. Nee, das kann nicht. Nee. Ey, jetzt sind auch noch wählerisch, oder was? Ich suche dir aus, aber ich gehe. Ich glaube, ich muss zurücklaufen. Oh ja, kommt schon so. Der wartet schon so. Wartet auf deinen Knutschmund. Oder Guck mal, hier. Und ich muss sagen, fragst du, can I give a kiss on your cheek? Cheek, ja? Yeah? Can I give you on your back? Can I give you a kiss on your back? Und dann macht er so. Oh mein Gott. I have to do this. No. Stop. Aber Paddy, da hinten warten drei auf dich. So, Paddy hat ihre
Aufgabe erledigt. Gemeistert. Hat einen Korb gekriegt. Oh Mann. So, vor allem der Älteste. Ja. So. Okay. Dachte ich so, nee. Ich bin Frau, ja, genau, ja, aber er ist also, treu. Er ist seiner Frau treu. Ja, oh Mann, ey. Also wir sind jetzt gerade bei einer Aussicht, bei einem Aussichtspunkt in Ibiza und genießen jetzt den Sonnenuntergang. Was? Okay, dann setz dich gleich mal davor. Das sieht so gefährlich aus, Leute. Weißt du warum? Wollt ihr mal sehen, wie es da unten aussieht? So. Da, da. Aber auf Kamera sieht in echt wird einem echt schwindelig, wenn man da runter guckt. Wir sitzen jetzt alle zusammen gleich zum Abendessen, weil wir brauchen eine Stärkung für heute Nacht. Es geht nämlich Party hart. Das, was man halt so auf einem Junggesellenabschied macht. Nicht nee, wir haben bei diesem Junggesellenabschied noch keinen Tropfen Alkohol. Außer am ersten Tag. Am ersten Abend. Toll, und dann haben wir gestern nachgelassen. Also wir waren also zumindest noch gar nicht betrunken. Nee. Ja, heute holen wir es komplett nach. Heute ist Abschuss. So, guten Appetit. Guten Appetit. Wir sind jetzt wieder zurück in unserer Unterkunft, sind richtig müde und deswegen gehen wir jetzt schlafen, weil morgen wollten wir ja relativ früh los und deswegen gehen wir jetzt schlafen. Tschüss. Guten Morgen, heute ist der letzte Tag. Was macht ihr da? Fleißig eincreme. Ja, die Koffer werden jetzt auch schon fleißig gepackt. Wir haben noch eine Challenge eigentlich, die wir machen wollen. Wir vielleicht am Flughafen oder so. Ich habe noch zwei. Ja, zwei sogar noch. Damit das nicht umsonst war. Genau. Aufräumen müssen wir zum Glück nicht mehr. Hier wird gereinigt, Gott sei Dank, weil hier überall Konfetti liegt. Koffer ist bei mir jetzt auch schon eigentlich so gut wie ready. Und dann geht's schon los, ne? Wir fliegen erst heute Abend und zwar um 7. Deswegen haben wir noch den ganzen Tag Zeit eigentlich, um was in Ibiza zu machen. Und deswegen werden wir jetzt unsere ganzen Koffer packen, weil wir müssen nämlich um 12 hier raus spätestens. Und dann gehen wir erstmal zum Hippie-Markt und ja, verbringen dort ein bisschen die Zeit. Und dann wollten wir vielleicht noch auf die Burg gehen, wenn wir es zeitlich schaffen. Und danach gehen wir zum Flughafen. Wir sind gerade auf dem Hippie-Markt Las Delias oder sowas und das ist der größte Hippie-Markt hier auf Ibiza und irgendwie auch so der schönste, meinten die. Leute, der Markt ist riesig. Ja, wir haben uns selbst schon verlaufen. Also wir laufen die ganze Zeit und es geht weiter und weiter und weiter. Es hört nicht mehr auf. Jedes Mal, wenn ich sowas Geiles sehe, denke ich so, oh, okay, kaufe ich jetzt. Und dann denke ich, ah, vielleicht gibt es später noch was. Ja. Ich denke die ganze Zeit so, passt es in mein Handgepäck? Ja, warte, ich habe das hier gekauft. Ja, das ist schön. Und ich dachte, das kostet locker 100 Euro oder so. 35. 35 kostet, ich fand es okay eigentlich. Ja. Dafür, dass es so hart gemacht wurde. Ja. So aber schön. Aussieht, weil sowas findet man jetzt nicht so schnell irgendwie. Nee, schön. Guter Kauf. Es war kein Fehler. Oh, der Innenland ist zu schlecht, um was hochzuladen, glaube ich. Ja. Danke. Also kann ich jetzt ja auch hier ist 3G, keine Ahnung. Ich habe eigentlich 4G. Wir sind jetzt übrigens im Flieger. Okay. Und fliegen jetzt wieder zurück. Ich habe ein bisschen Stress am Flughafen. Wegen Übergepäck und so weiter. Und wir haben aus Versehen den Schlüssel von der Airbnb mitgenommen. Ja, wir müssen jetzt per Post zurückschicken. Aber guck mal, man muss schon überlegen. Also eigentlich schon dumm. Weil wir haben nämlich den Schlüssel gebraucht, um überhaupt rauszukommen aus dem Gelände. Und ja, und wie sollen wir es dann wieder zurückbringen? Ja, eigentlich haben so. Eigentlich haben diese. Eigentlich gibt es einen Drücker. Aber es funktioniert nicht. In-house. Voll dumm gemacht. Okay, gut, egal. Auf jeden Fall haben wir es jetzt dabei genommen. Von der auf dem Kaffee gemessen. Und voll viele Leute waren irgendwie voll schlecht drauf. Irgendwie im Super. Die waren so riesgrämig. Wurden schon voll viel dumm gemacht. Wo ich mir denke, so, Alter, komm, komm, Urlaub.
Mhm. Oder vielleicht sind sie schlecht gelaunt, weil sie dann zu Hause sind. Ja, genau. Genau. Der Urlaub vorbei. Das Gute ist jetzt aber, wir haben Komfortsitze. Das heißt, vergessen wir, was alles passiert ist. Wir haben sowas wie uns jetzt. Ja, genau. Aber haben wir gar nicht gebucht, aber gut. War jetzt irgendwie automatisch so ein Herz. Gut. Mal, seht ihr das? Da wächst mir unterirdisch ein Pickel. Fuck my life. Was? Okay. Tschüss. Tschüss. In Deutschland. Oh, ich darf nicht rülpsen, Leute. Ich habe heute Brot mit Aioli gegessen. Ich auch, aber ich rülpse trotzdem. Okay, ciao.